Das sind Süßkartoffeln, aus denen werden wir Pommes frites zubereiten. Die Süßkartoffel ist keine klassische Kartoffel, sondern Gemüse. Wir werden die Süßkartoffeln, da sie weniger Stärke haben, mit etwas Maisstärke umhüllen, dass wir sie knusprig ausbacken können. Dazu einfach ein paar Löffel Speisestärke mit etwas kaltem Wasser, am besten in einem Plastebeutel, vermengen. Und jetzt ruhig ein bisschen schütteln, bis das Klümpchen frei ist. So, jetzt setzen wir die Kartoffelstäbchen hier rein. Sie erkennen, wenn die Speisestärke leicht an der Süßkartoffel anhaftet, dann haben Sie genau die richtige Menge an Speisestärke. Vorsicht bitte mit der Speisestärke, wenn Sie zu viel Flüssigkeit in heißes Fett geben, kann es spritzen und zu schweren Verletzungen kommen. Die Süßkartoffel hat eine wesentlich kürzere Garzeit als die normale Kartoffel, deswegen nicht zu lange im heißen Fett lassen. Die Süßkartoffeln kriegen sehr schnell Farbe und sind sehr schnell gar und werden damit auch sehr schnell weich. Wie Sie an der Farbe erkennen, sind unsere Süßkartoffeln jetzt fertig. Am Geräusch hören Sie, dass sie knusprig sind. Wir würzen die Süßkartoffeln mit etwas Salz, Cayenne und anderen fruchtigen Gewürzen, damit die Süße von einer Schärfe geschmacklich so ein bisschen eingerahmt wird. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de